vielen Dank für die freundliche Einleitung und auch vielen Dank für die Einladung, hier vortragen zu dürfen über ein Thema, das die Physiker sehr gerne vortragen, zumindest den ersten Teil, die Chancen der Nanotechnologie. Den zweiten Teil, der ist für Physiker etwas ungewöhnlich. Wir haben aber jetzt zunehmend Kontakt mit Stellen, die sich auch mit den Risiken befassen. Und ich hoffe, dass ich im zweiten Teil des Vortrages dann einige Dinge beleuchten kann, die zumindest der Klärung bedürfen bezüglich des Gefahrenpotenzials. Warum bin ich zu dieser Einladung gekommen? Das ist für Physiker ungewöhnlich. Ich habe in der Universität Bielefeld, da sehen Sie hier das Wappen mit dem Rautenmuster der Sparrenburg, die in Bielefeld ist. Ich habe in Bielefeld schon einen Vortrag gehalten vor etwa 1,5 Jahren im sogenannten Forum Offene Wissenschaft, in dem auch quer durch den Krautgarten sozusagen Themen aus Gesellschaftspolitik und aus Zukunftstechnologien angesprochen werden. Der zweite Teil, warum so eine Einladung nach Bielefeld geht, sehen Sie hier oben. Diese Abkürzung BINAS steht für Bielefeld Institute for Nanoscience and Biotechnology. Wir haben uns, beziehungsweise die drei naturwissenschaftlichen Fakultäten, Physik, Chemie und Biologie, haben sich vor einigen Jahren schon spezialisiert auf sogenannte interdisziplinäre Themengebiete. Das ist ein Schlagwort, mit dem Sie heute ganz viel Geld bekommen können, wenn man es geschickt anstellt. Es ist aber auch tatsächlich so, dass insbesondere die Nanotechnologie in diesen Querschnittsbereichen die größten Chancen hat, beziehungsweise die, sagen wir mal, neuesten Gebiete erschließen kann. Deswegen möchte ich auch nicht referieren über die Entwicklung der Mikroelektronik, die also Standard ist. Sie haben heute in Rechnern Prozessoren drin, die nutzen Größenbereiche zwischen 50 und 100 Nanometern bei den Leiterbahnen in den Chips und bei den Transistoren. Das ist einfach eine Fortschreibung der fortschreitenden Miniaturisierung in diesem Gebiet. Da möchte ich nicht drüber vortragen, weil das ist ein Gebiet, was eigentlich eine fortschreitende Entwicklung einer vorhandenen Technologie ist momentan. Das heißt, ich möchte auf andere Dinge eingehen, insbesondere auf Partikel, und habe hier so einen kurzen Inhaltsangabe des Vortrages angegeben. Ich möchte so ganz kurz auf eine Historie eingehen. Dort wurde in der Einleitung schon ein bisschen was vorweggenommen. Dann Definitionen bringen zur Nanotechnologie, Veranschaulichungen, über welche Größenbereiche man dort überhaupt spricht. Dann einige Anwendungsfelder bringen und anhand dieser Felder den momentanen Stand der Entwicklung beleuchten und eben auch die Felder, in denen die Nanotechnologie angewandt wird, erläutern. Etwas zu Materialien sagen, Oberflächen und dann insbesondere zu Nanopartikeln etwas sagen, was dann auch, das liegt jetzt sehr weit unten, ein wesentlicher Teil für notwendige Risikoabschätzungen sein wird. Gut, wie kam man zur Nanotechnologie? Hier nochmal das Zitat von Richard Feynman, Nobelpreisträger für Physik, der in einer Rede vor der amerikanischen Physikalischen Gesellschaft Ende 1959 die These aufgestellt hat, dass man im Prinzip die gesamte Weltliteratur in einem dreidimensionalen Stück Materie speichern kann, das so groß ist wie ein Staubkorn. Also das einen Durchmesser hat von ungefähr 0,1 Millimeter, das heißt 100 Mikrometer. Soweit sind wir noch nicht, aber der Weg dahin scheint schon relativ klar zu sein. Und der berühmte Ausspruch ist einfach, there's plenty of room at the bottom. Das heißt, wenn es einem gelingt, die Dinge, die klein sind, zu beherrschen im Nanometerbereich, dann hat man sehr viel Spielraum für weitere Entwicklungen. Und ja, das ist sozusagen der berühmte Satz, der die Nanotechnologie
sozusagen gegründet hat, wobei zwischen diesem Zeitraum hier, zwischen 1959 und der wirklichen Entwicklung der Nanotechnologie, sind mindestens 30 Jahre vergangen, bevor man eben gelernt hat, Dinge im Nanometerbereich zu beherrschen. Und eine der ganz wesentlichen Einsatzmöglichkeiten war das Rastertunnelmikroskop, auf das ich später noch kommen werde. Hier eine kurze Darstellung des Standes der sozusagen des öffentlichen Bewusstseins für Nanotechnologie. Das war eine Umfrage in Deutschland und die Leute wurden gefragt, ob sie mit dem Begriff Nanotechnologie etwas anfangen könnten. Und es ist natürlich so, fast die Hälfte hat gesagt, dass der Begriff sei ihnen unbekannt. Ich nehme mal an, das ist hier im Publikum eher nicht der Fall. Aber es ist immerhin so, dass fast die Hälfte der Deutschen offensichtlich mit dem Begriff unbekannt ist. Dann ein knappes Drittel konnte mit dem Begriff etwas anfangen und wusste etwas über Spezifizierungen. Das heißt, was ist das überhaupt? Und ja, etwa 15% haben sozusagen nur den Begriff mal gehört und dass das was Tolles ist oder was Neues. Da ist also offensichtlich Bedarf, etwas aufzuklären und hier etwas in die Öffentlichkeit zu gehen. Und deswegen zunächst mal Definition Nano, was ist das überhaupt? Die Nanotechnologie, das Wort Nanos leitet sich ab vom griechischen Nanios, also Zwerg. Das ist das griechische Wort für Zwerg, also etwas Kleines. Und das Problem an der Darstellung der Nanotechnologie ist, dass es die Nanotechnologie eigentlich gar nicht gibt. Das ist eine Querschnittstechnologie, die besteht aus mehreren Querschnittstechnologien, die für sehr viele mögliche Anwendungsfelder verwendet werden könnte. Und ich habe schon ein Beispiel gebracht, das war die Mikroelektronik. Dort ist die Nanotechnologie sozusagen die künstliche Strukturierung von sehr kleinen Strukturen. Über Lithografieverfahren, über Stempelverfahren oder über sonstige Dinge kann man heute eben sehr kleine Strukturen herstellen. Nanotechnologie in einem anderen Umfeld ist zum Beispiel das Herstellen von großen chemischen Molekülen in der Chemie. Dort ist man heute so weit, dass man künstliche Peptide, also Ableitungen der DNA, also der Erbsäure, künstlich herstellen kann. Die Größen liegen auch im Nanometerbereich, die Verfahren sind komplett anders als in der Mikroelektronik. Ja? Fullerene, Fußballatome, das sind keine biologischen Moleküle, das sind Kohlenstoffmoleküle, die man zum Beispiel aus einer Bogenentladung herstellt. Auch das ist wieder eine andere Technik. Und auch die Fullerene haben auch ganz andere Einsatzgebiete dann als DNA-Fragmente zum Beispiel. Und allgemein sagt man heute, wir sind gerade in Bielefeld zusammengesessen mit jemandem aus dem Bundesministerium für Umwelt, der uns oder die Dame hat uns befragt, woran man denn den Begriff aufhängen kann. Die brauchen Definitionen sozusagen. Und ja, man ist heute so in einer sehr allgemeinen Definition geendet. Also die Nanotechnologie sind Verfahren, die sich mit Erforschung, Bearbeitung und Produktion von Dingen befassen, die kleiner sind als 100 Nanometer. Das nimmt man so als Grenze. Wenn jemand 200 Nanometer große Dinge macht, dann ist er Mikrotechnologe und kein Nanotechnologe. Mir hat übrigens so als kleine Zwischengeschichte mein Doktorvater bei meiner Promotion, die jetzt schon ziemlich lange zurückliegt, vor etwa, muss ich mal rechnen, 25 Jahren, gesagt, dass bei einem Mikrometer wäre Schluss. Da wäre mit der Entwicklung Schluss, ganz einfach, weil man mit den üblichen optischen Verfahren nicht weiterkommt. Das war man damals der Ansicht. Und man ist aber heute in der Mikroelektronik zum Beispiel mit genau den gleichen Verfahren, die man damals angewandt hat, im Bereich von 40 Nanometer, das heißt ein Vierzigstel dieser damals angenommenen Grenze. Gut,
Nano ist einfach eine Vorsilbe. Wenn Sie Kilometer sagen, meinen Sie 1000 Meter. Wenn wir Millimeter sagen, meinen wir ein Tausendstel Meter. Und wenn wir Mikrometer sagen, meinen wir ein Millionstel Meter. Und ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter. Und technisch gesprochen macht man das mit Zehnerpotenzen. Eine Milliarde hat 9 Nullen und ein Nanometer sind dann 10 hoch minus 9 Meter. So schreibt man das normalerweise hin. Dementsprechend wäre ein Kilometer wäre 10 hoch 3 Meter. So, unter einem Nanometer kann sich kein Mensch was vorstellen. Ein Mikrometer ist noch was, was man, wenn Sie zum Beispiel ja, Lichtbrechung, wenn Sie einen Regenbogen sehen, dann wird der hervorgerufen durch so kleine durch kleine Wasserpartikel in der Luft oder Wassertröpfchen, die sind so in der Größenordnung ein Mikrometer groß. Unter Nanometer kann sich normalerweise niemand so richtig was vorstellen. Deswegen hier mal ein kleiner Vergleich. Ich habe hier ganz links ein Atom, dann habe ich hier einen Apfel und hier die Erde von außen besehen. Die sieht aus wie eine Scheibe, ist aber eine Kugel, wie wir heute wissen. Und ein Atom hat eine Größe von ungefähr 0,1 Nanometer. Das heißt ein Zehntel eines Nanometers. Ein Apfel ist Größenordnung 10 Zentimeter groß, der hat dann eine Größe von 100 Millionen Nanometer. Wenn Sie also den Durchmesser von so einem typischen Apfel nehmen, wenn Sie diese gigantomanischen Neuzüchtungen nehmen, dann liegen Sie bei 15 Zentimeter oder sowas. Aber wenn man eben einen normalen Apfel aus dem Garten nimmt. Und die Erde, die hat einen Durchmesser von ganz grob gesagt 10.000 Kilometer, das sind dann 10 hoch 16 Nanometer. Das heißt eine 1 mit 16 Nullen dran. Gut, ist immer noch schwierig sich vorzustellen wahrscheinlich. Aber eine der ganz wesentlichen Erfindungen, die sozusagen diese Welt der Nanometer eröffnet hat, war das Rastertunnelmikroskop. Dieses Mikroskop hat es ermöglicht, zuerst mal Größenstrukturen im Nanometerbereich relativ einfach abzubilden, sich also anzugucken. Das Rastertunnelmikroskop ist ein ziemlich einfacher Aufbau. Sie haben hier im Prinzip eine ganz feine Spitze, die man normalerweise aus einem Metalldraht macht. An dieser Spitze ist ganz vorne ein Atom dran. Da werden Sie vielleicht fragen, wie man das macht. Wenn Sie einen Metalldraht mit einer Zwicke abzwicken vorne, dann ist meistens ein Atom vorne. Es ist ganz selten so, dass wirklich zwei Atome genau auf der gleichen Höhe ganz vorne liegen. Das heißt, die Präparation, das klingt etwas vornehm, aber die Präparation passiert normalerweise über gefühlvolles Abzwicken eines Drahtes. Und mit diesem Draht fahren Sie über, den rastern Sie über eine Oberfläche. Dazu gibt es sehr feine Stellelemente, das sind Piezokeramiken, mit denen man Abstände so im Bereich um ein Ångström, also ein Zehntel Nanometer, sehr gut regulieren kann. Die sind zum Beispiel in älteren Tintenstrahldruckern drin. Da machen die diese feinen Tintentröpfchen auch, diese Piezoelemente. Und wenn Sie jetzt diese Metallspitze annähern an eine Oberfläche, dann bekommen Sie hier vor der eigentlichen Berührung, das heißt bevor Sie die Spitze in die Oberfläche rammen, aufgrund der von vielen geliebten Quantenmechanik, also aufgrund der Quantennatur der Elektronen, bekommen Sie schon einen elektrischen Strom, wenn Sie eine Spannung anlegen. Das heißt, die können hier sozusagen rüber, obwohl hier noch ein gewisser Abstand ist und der Zwischenraum eigentlich elektrisch isolierend wirkt. Wenn der Zwischenraum aber klein genug ist, dann tritt eben der Tunneleffekt auf und Sie können hier einen elektrischen Strom messen. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn Sie die Spitze hier rüber rastern, dann können Sie entweder Schwankungen in diesem elektrischen Strom messen oder Sie verwenden diesen Strom, um den Abstand konstant zu halten zwischen Spitze und Probe. Und dann entsteht einfach ein Bild, in dem Sie die Probe zeilenweise abrastern. Das ist wie dann im Fernseher oder in den alten Fernsehern, wo so ein Elektronenstrahl auf die Röhre knallt und der die Röhre eben zeilenweise abrastert.
in den alten Röhrenfernseher. Und damit kann man Bilder erzeugen, wie es hier gezeigt ist. Das ist die Oberfläche eines Graphitkristalls. Und was Sie hier sehen, sind einzelne Atome. Diese kleinen Hügel sind einzelne Atome. Sie sehen nicht jedes Atom, weil diese Löcher hier auch Atome sind. Die sind aber ein bisschen weiter unterhalb. Die liegen also ganz knapp unterhalb der Atome, die hier sozusagen als kleine Hügel gezeigt werden. Und das ist, war sozusagen eine Revolution. Man konnte Atome sehen. Relativ einfach mit einer Anordnung, die man als Doktorand, wenn man Diplomphysiker oder Elektroingenieur gelernt hat, dann kann man das Ding in, sagen wir mal, einer Woche zusammenbauen. Das ist also nicht besonders schwierig und kann dann sozusagen Oberflächen atomar aufgelöst angucken. Und die beiden Erfinder, Binnig und Rohrer, haben dafür 1986, also auch schon vor 23 Jahren, den Nobelpreis bekommen. Und diese Erfindung war sozusagen eine Zündung. Man konnte jetzt nanometergroße Objekte abbilden, und zwar mit einer Abbildungsauflösung, die noch viel besser war als eben ein Nanometer. Diese Objekte hier, der Abstand zwischen zwei solchen Hügeln, beträgt 0,2 Nanometer ungefähr. Das heißt, man konnte sich wirklich ein Nanometerobjekt genau angucken und auch noch Details von diesen Dingern abbilden. So, und hier ist mal eine Serie gezeigt, ein Bleistift. Graphit ist also nichts Schlimmes, der besteht aus, Graphit ist in der Bleistiftmine drin. Und Graphit ist so ein Schichtkristall, bei dem sich die Schichten relativ leicht abruppeln lassen. Das gibt dann das, was man aufs Papier schreibt. Und hier ist mal gezeigt eine Originalgröße einer Bleistiftspitze. Wenn Sie dann mit dem Lichtmikroskop, also mit dem einfachen normalen Lichtmikroskop drauf gucken, können Sie sich die Spitze ansehen, die sozusagen richtig spitz ist. Dann können Sie das Ding noch ins Elektronenmikroskop stecken. Das ist dann schon teurer. Bei einer 90.000-fachen Vergrößerung sehen Sie dann schon, dass der Graphit nicht sehr glatt ist. Das sind lauter solche kleinen Ebenen. Und wenn Sie dann eben mit einem Rastertunnelmikroskop draufgehen, dann können Sie innerhalb dieser Bereiche nochmal raus vergrößern und dann die atomare Struktur sich angucken. Und das billigste Instrument ist hier sicherlich die Kamera zum Abbilden und das zweitbilligste ist das Rastertunnelmikroskop. Das teuerste ist sicherlich das Rasterelektronenmikroskop. Und die Größenbereiche hier sind eben Größenordnung 1 cm. Hier haben wir 300 Mikrometer, also 300 mal 10 hoch minus 6 Meter. Das entspricht ungefähr dem Durchmesser so von so 5 bis 6 Haaren, wenn Sie die aneinander legen. Dann hier haben wir 1 Mikrometer. Da wäre also ein Haar wäre schon deutlich breiter als die Bildkantenlänge hier. Und hier haben wir dann eben 2 Nanometer Abstand zwischen den einzelnen Hügeln. Das heißt, man beherrscht diesen Größenbereich relativ sicher. So, was kann man damit anfangen? De facto, geschichtlich gesehen, ist die Nanotechnologie uralt. Und zwar deswegen, wenn Sie in eine alte Kirche gehen, nur als Beispiel, und sehen sich die Kirchenfenster an, die haben wunderschöne Farben, teilweise rot, blau. Diese Farben werden durch Einlagerung von Nanopartikeln erzeugt. Wenn Sie rote Kirchenfenster sehen, da sind normalerweise Gold-Nanopartikeln drin. Die Leute, die hergestellt haben vor vielen hundert Jahren, haben sicherlich nicht die Nanotechnologie im Sinn gehabt. Die hatten Herstellungsverfahren, wie man sowas macht. Das war reine Phänomenologie. Trotzdem wurden auch damals schon Nanopartikel verwendet, um zum Beispiel Farben zu erzeugen. Und hier ist mal gezeigt, was man alles mit Nanotechnologie dann anfangen kann. Und das geht also los. Hier ist unten die Achse, können viele vielleicht nicht sehen, ist die Zeit. Wir sind ungefähr hier. In diesem Abschnitt ist also noch eine Extrapolation in die Zukunft, etwas einige Jahre. Und hier nach oben gezeigt ist die Größe, also der Strukturgröße.
Und über Nanotechnologie sprechen wir hier unten in diesem gelben Bereich und in diesem blauen, blau unterlegten oder türkis unterlegten Bereichen. Und wir sind also gekommen bei vielen Entwicklungen, zum Beispiel von der Mikroelektronik. Die Zellbiologie befasst sich heute auch mit Nanotechnologien. Zellen sind Dinge, die sind relativ groß, typischerweise 10 Mikrometer, 20 Mikrometer einzelne Zellen. Das heißt, das sind sozusagen große Container, die aber auch Nanopartikel enthalten. Und die Nanotechnologie selber befasst sich eben dann mit Gebieten. Hier haben Sie diese Grenze 0,1 Mikrometer, die sozusagen den gelben Bereich von dem oberen, die Farbe kann ich schwer bestimmen, müssen Sie mir helfen, lila, ja, von dem oberen Bereich trennt. Das sind also die 100 Nanometer. Und da fangen wir an, sozusagen über Molekularbiologie zu reden. Das heißt, Größe einzelner Gene ist im Nanometerbereich, Größe von DNA, also Erbsäure, und die Größe von bestimmten Molekülen. Zum Beispiel sind in der Zellmembran sind einzelne Moleküle drin, die bestimmte Stoffe durchlassen, sozusagen sogenannte Ionenkanäle, die also die Zelle entweder mit Nährstoffen versorgen oder wieder Abfall rausbringen. Diese Proteine in den Zellwänden, die sind in dem Größenbereich. Dann befasst sich auch die Chemie mit Nanotechnologie. Und zwar ist es den Chemikern in den letzten Jahren gelungen, große Moleküle herzustellen. Und für Chemiker ist groß ist ein Nanometer. 1 bis 2 Nanometer ist für Chemiker schon ein ziemlich großes Molekül. Das besteht dann aus mehreren 100 Atomen in der Regel schon. Die fangen an, das zu beherrschen. Und das Ganze kommt zusammen oder ist vor, sagen wir mal, einigen Jahren zusammengekommen in Techniken, die sich mit Oberflächenstrukturen befassen. Dort ist die Nanotechnologie schon längst im Einsatz. Vielleicht haben einige von Ihnen ein Waschbecken, das besonders inert oder das nicht schnell verschmutzt. Da ist in der Regel eine Nanobeschichtung drauf. Also Oberflächenstrukturen ist ein ganz breiter Bereich. Dann fängt man zusätzlich an Sensoren. Da werde ich nachher noch ein Beispiel bringen, was man damit machen kann. Sogenannte Biochips sind ein ganz heißes Thema, noch nicht auf dem Markt, aber in Entwicklung. Auf dem Markt sind schon Pulver, Nanopulver, da werde ich nachher noch ein Beispiel bringen. Und hier steht eine Abkürzung CNT, das heißt Carbon Nanotubes. Also war auf die Frage vorher bezogen, man kann aus Kohlenstoff auch, aus reinem Kohlenstoff Strukturen erzeugen, Bälle, lange Röhren, die alle im Nanometerbereich Größen haben. Und ja, hier sind so ein paar Schlagwörter für die ganzen Felder von Anwendungen dann. Smart Materials in der Optik. Smart Materials sind Materialien, die zum Beispiel sich an ihre Form erinnern. Es gibt Formgedächtnismaterialien, die auch aus Nano bestehen. Wenn Sie die verbiegen und Sie machen sie nachher warm, dann biegen die sich wieder zurück, weil sie ihre Form sich sozusagen im Gedächtnis behalten haben. Und ich werde auf einige dieser Anwendungen jetzt eingehen. Generell muss ich Sie ein bisschen enttäuschen, wenn Sie erwarten, dass ich Ihnen jetzt sage, die Nanotechnologie ist die und die Technik. Ich hatte das vorher schon mal ausgeführt, dass Nanotechnologie ist eine Querschnittstechnologie. Die wird in allen möglichen Bereichen eingesetzt und auch mit allen möglichen unterschiedlichen Techniken verwirklicht. Anwendungen davon sind eben bei den Oberflächen. Selbstreinigende Oberflächen haben Sie sicher schon viel gehört. Sie können Autoscheiben beschichten, Waschbecken beschichten, Außenhäute von Häusern beschichten lassen, sodass sozusagen kein Schmutz an diesen Oberflächen haftet. Dann kratzfeste Oberflächen, beständige, im Sinne chemisch beständige Oberflächen werden gemacht. Und dann gibt es eben eine ganze Reihe weitere Anwendungen, für die ich jetzt so ein paar Beispiele noch bringen möchte. Ein ganz wesentliches Feld sind Nanopartikel.
Wenn man eben von dem ganz großen Feld der Mikroelektronik absieht, darauf wollte ich nicht so sehr eingehen, weil das ist eigentlich keine Nanotechnologie, was man jetzt unter diesem Schlagwort sozusagen verstehen würde. Bei Nanopartikeln hat sich in den letzten Jahren viel getan. Wir können Größen so etwa unter 100 Nanometer machen, und zwar im nicht aggregierten Zustand. Das heißt, Nanopartikel, die sozusagen als einzelne Partikel vorliegen. Auch hier ist die Technik eigentlich schon uralt. Also mein Doktorvater hat wiederum in seiner Doktorarbeit sicherlich auch schon Nanopartikel gemacht. Die waren aber zusammengebacken zu einem Festkörper, zu einem makroskopischen Festkörper. Also immer wenn Sie zum Beispiel Metalle aufschmelzen und Sie arbeiten relativ unsauber, haben relativ viel Schmutz drin und dann schrecken Sie das Metall ganz schnell ab, dann bekommen Sie nanoskalige Festkörper, in dem Sinne, dass dort die einzelnen Kristallite, die sich bilden, sehr, sehr klein sind im Nanometerbereich. Das gab es schon bei den alten, ja, Römern nicht, bei den Sarazenen zum Beispiel. Diese Technik, diesen Sarazenerstahl zu schmieden, der geht auch im Prinzip dann dahin, dass nach diesen ganzen Schmiedeverfahren dieser elastische Stahl, der besteht im Wesentlichen aus nanoskaligem Material, das also Kristallite in Größenordnung Nanometerbereich hat. Damit möchte ich mich auch nicht befassen, denn das ist eine Uralttechnologie. Was wir heute eben können, ist Nanopartikel herzustellen, die einzeln vorliegen. Die haben neue Eigenschaften, werde ich darauf eingehen. Es sind heute auch schon verschiedene Formen möglich, das heißt, man kann längliche Partikel machen, runde, je nach Herstellungsverfahren. Und es sind auch also die Synthese, das heißt die Herstellung, die lässt sich heute relativ gut steuern. Das heißt, man kann auch ansteuern, welche Größe man bekommen möchte und welche Form. Und hier ist schon auch ein kleines Schlagwort erwähnt. Ultrafeine Partikel entstehen natürlich oder sind schon immer entstanden. Also bei jedem Brand, der auch vor dem Menschen schon auf der Erde war, sind Nanopartikel, Kohlenstoff-Nanopartikel entstanden. Bei jedem Abrieb entstehen solche Partikel. Das Neue heute ist, dass man eben nicht mehr statistisch irgendeinen Wald anzündet, um Nanopartikel zu bekommen, sondern dass man gezielt die Herstellung betreiben kann. Dann ist noch ein wichtiges Schlagwort, ist die spontane Selbstorganisation. Und zwar ist es so, wenn unter Selbstorganisation können Sie sich zum Beispiel ein Protein vorstellen, das sich selber aggregiert. Das heißt, ein Protein besteht ja aus langen Ketten von meistens von diesen Säuren, die auch in der DNA drin sind. Und je nach Sequenz dieser Ketten faltet sich das Protein sozusagen selber so zusammen, dass es seine Funktion erfüllen kann. Das ist ein typisches Beispiel für Selbstorganisation. Und generell machen also Nanopartikel gerne selbstorganisierende Systeme. Das heißt, wenn Sie auf eine zum Beispiel flache Fläche Nanopartikel schütten, dann ordnen die sich in der Regel an wie Schusser. Das heißt, die machen so ein hexagonales Gitter, nennt man das, dann, dass jedes Partikel eben 6 Nachbarn hat. So, eine erste Anwendung, das haben Sie vielleicht schon gesehen, ist genau dieser Effekt, dass man also Oberflächen machen kann, die nicht stark verschmutzen. Hier ist ein Bild gezeigt, die berühmte Lotuspflanze. Die hat Blätter, auf deren Oberfläche das Wasser komplett frei sozusagen rumperlen kann. Und zwar deswegen, weil, wenn man sich das genauer anguckt, hier der Kontaktwinkel so ist, dass das fast eine runde Wasserperle gibt, die also nur ganz wenig Auflagefläche hat auf dieser Pflanze, auf dieser Oberfläche. Und dementsprechend verschmutzt auch so ein Blatt praktisch gar nicht. Das heißt, da bleibt kein Schmutz haften, weil das Wasser auch nicht eintrocknet. Das perlt einfach ab. Und wenn man sich das genauer anguckt, dann sieht die Oberfläche von so einer Pflanze so aus. Also unregelmäßig angeordnet, aber unregelmäßig angeordnete kleine Zäpfchen.
Das heißt aber sozusagen eine relativ raue Oberfläche mit einer Größenbereich. Dieser ganze Balken von hier nach da sind 10 Mikrometer. Das heißt, diese einzelnen Spitzen hier, die haben so einen Spitzenradius von ungefähr 100 Nanometer, 50 Nanometer. Und die haben der Abstand hier, der schwankt so zwischen 1 Mikrometer und einigen Mikrometern. Und es stellt sich raus, dass solche Oberflächen, wenn ein Wassertropfen in Kontakt mit solchen Oberflächen kommt, dann versucht der sozusagen möglichst wenig Kontaktfläche zu kriegen. Und zwar deswegen, der tiefere Grund ist, dass dieser Wassertropfen ansonsten hier in diese Vertiefungen rein müsste und sehr, sehr viel Oberfläche machen würde mit dieser Pflanze. Und auf solchen mikrostrukturierten und nanostrukturierten Oberflächen kann man also sozusagen Abperlen erreichen. Ein Nichthaften von Flüssigkeiten. Und das ist etwas, was schon angewandt wird. Man kann technisch derartige Oberflächen, die ähnliche Strukturen dann aufweisen, auch erzeugen. Und wenn Sie heute eben so eine nicht verschmutzende Scheibe kaufen, die ist also nicht etwa ganz besonders glatt, sondern die hat eine Oberfläche, die sozusagen ganz gezielt rau ist, die solche Rauigkeiten aufweist. Nachteil dieser Anordnung ist, wenn mal ein Wassertropfen nicht abfließen kann und dann doch eintrocknet im Endeffekt und der Schmutz dann haften bleibt, dann bekommen sie ihn relativ schwer wieder weg. Das hat also auch, alles hat Vor- und Nachteile. Es ist aber eben so, wenn Sie also eine schräge Fläche haben, wo das Wasser aufgrund der Gravitation abperlt, dann haben Sie in der Regel relativ saubere Flächen über eine ziemlich lange Zeit. Gut, hier ist der Effekt nochmal veranschaulicht. Hier auf einer ganz glatten Oberfläche würde ein Wassertropfen sich so absetzen, mit einem Kontaktwinkel von ungefähr 90 Grad. Und auf einer Oberfläche, die eben so strukturiert ist, versucht er das zu vermeiden und macht sich selber sozusagen rund. Gut, eine weitere Anwendung von Nanopartikeln haben Sie wahrscheinlich auch zu Hause, wenn Sie Heimwerker sind. Und zwar kann man besonders harte Beschichtungen machen. Besonders auch die besonders verschleißbeständig sind. Und das machen Sie einfach so, dass Sie nehmen eine Keramikmatrix, also Keramik ist meistens irgendwas mit Aluminiumoxid oder solche Dinge, kennt glaube ich jeder. Und da betten Sie entweder kleine, zum Beispiel Kohlenstoffpartikel ein, wenn Sie diese Keramik dazu verwenden wollen, zum Beispiel Dinge zu schneiden. Es gibt Keramikmesser, die sind besonders scharf und besonders überleben besonders lange bestimmte Dinge, die sind aber nicht sehr kratzfest. Das heißt, wenn die auf etwas treffen, was härter ist, dann bricht da in der Regel was ab. Also im Gegensatz zum Metall, wo Sie nur einen Kratzer kriegen, bricht von Keramiken, die sind eben nicht bruchfest. Und um das zu verhindern, können Sie hier zum Beispiel kleine Kohlenstoffpartikel oder Molybdän-Disulfid-Partikel, nimmt man da, einbetten. Und die sind dann ein Schmiermittel sozusagen. Die wirken so als Schmiermittel zwischen dem zu schneidenden Stoff und dem eigentlichen Werkzeug. Da können Sie also sozusagen die Standdauer zum Beispiel von Schneidwerkzeugen ganz deutlich erhöhen. Die können Sie um Faktoren erhöhen und deswegen werden solche Werkzeuge heute bereits in ganz großem Umfang eingesetzt. Das ist eine sehr weit verbreiteter Einsatz. So, hierauf zurückkommen möchte ich nur noch sagen, auch das andere ist möglich. Wenn Sie heute einen Bohrer haben, der zum Beispiel mit dem Sie besonders harte Gegenstände bohren wollen, also zum Beispiel Sie möchten ein Loch in eine Keramik bohren, das werden Sie mit einem normalen Bohrer, der Beton noch bohren kann, nicht schaffen in aller Regel. Deswegen gibt es dann Bohrer, die haben auf der Oberfläche auch
so ein sogenanntes Nanocomposit. Da ist es aber dann so, dass in ein Hartmetall, kleine Diamantpartikel eingebettet sind. Also auch wieder Kohlenstoff, aber in seiner harten Form als Diamant. Und mit solchen Bohrern können Sie dann Glas bohren oder auch Keramiken. Das sind also Dinge, die sind schon weit verbreitet. Die sind dann nicht ganz billig. So ein Bohrer kostet sicher um die 20, 30 Euro, aber der hält dafür auch dementsprechend lange. Gut, ich hatte das Schlagwort Optik erwähnt und ich hatte schon erwähnt, dass man Kirchenfenster zum Beispiel eingefärbt hat in vor vielen Hunderten von Jahren schon mit Nanopartikeln. Hier ist ein Beispiel für Einfärben und Oberflächenbehandlung. Sie sehen hier Garnrollen, ganz schlichte Garnrollen, und die Farben, die hier erzeugt werden oder die Sie hier sehen, die sind ganz schlicht mit Nanopartikeln bewirkt. Und zwar ist es so, wenn Sie Nanopartikel mit unterschiedlichen Größen verwenden, an denen wird das Licht unterschiedlich gestreut und dementsprechend können Sie die Farbe, unter denen Ihnen so ein Komposit erscheint, die können Sie einstellen über die Größe von Partikeln. Und das ist heute ein relativ weit verbreiteter Effekt, den man benutzt. Zusätzlich beschichtet man diese Garne auch noch mit Nanoschichten. Also die werden mit ganz dünnen Schichten belegt, für verschiedene Zwecke mit verschiedenen Beschichtungen. Es gibt Teflon-beschichtete Garne, die dann sehr, sehr wasserabweisende Gewebe ermöglichen. Und es gibt noch viele andere Beschichtungen. Gut. Ein erstes Beispiel für Medizinanwendung, das ist wieder aus der Optik, im Prinzip aus der Optik, also welche Farbe haben bestimmte Gegenstände. In der Zahnmedizin werden mittlerweile Nanokompositwerkstoffe eingesetzt. Und zwar guckt sich der Zahnarzt ihre Zähne an und muss ja, wenn er dann etwas Künstliches dann einsetzt, was hoffentlich nicht passieren sollte, muss er ja die Farbe treffen. Das soll ja nicht dunkler sein oder heller als sozusagen das Vorhandene. Und die Einfärbung, die wird heute auch über sogenannte Opaleffekte erzielt. Das heißt, über die Einbettung von kleinen Partikeln in diesen meistens Kunststoff, der dann in die Zähne eingesetzt wird. Manchmal auch Keramik. Gut. Ja, hier noch ein Beispiel, was sehr viel gemacht wird, was Sie auch schon im Kühlschrank haben teilweise, sind Silberbeschichtungen. Also hier ein Beispiel für medizinische Garne, die mit kleinen Silberpartikeln beschichtet werden. Und man weiß heute, dass die Beschichtung mit kleinen Silberpartikeln wirkt antibakteriell. Das heißt, Bakterien, die leben ungern auf einer Oberfläche, auf der sozusagen kleine Silberpartikel abgeschieden sind. Und das ist etwas, was Sie, wenn Sie heute, Schlagwort ist antibakteriell beschichtete Oberflächen in Kühlschränken oder sowas kaufen, das sind dünne, beziehungsweise die sind beschichtet mit einer relativ kleinen Menge an Silber-Nanopartikeln. Und in der Medizin verwendet man eben solche Garne, weil die die werden nicht bevölkert von Bakterien. Das hätte man ja ungern. Im Krankenhaus ist sowieso der größte Gefahrenherd mittlerweile die Infektion mit Bakterien. Und das ist eben ein Weg, das zu vermeiden. Das ist aber schon ein erstes Beispiel, dass sozusagen Nanopartikel auch für Lebewesen, wie sie auch Bakterien sind, unter Umständen nicht angenehm sein können. Das heißt, Silberpartikel, die können Bakterien abtöten. Gut, hier ein paar kleine weitere Beispiele, was gemacht wird. Antihaftbeschichtungen auf Stempeln, um sozusagen so einen Stempel möglichst oft verwenden zu können, werden die mittlerweile mit Nanoverfahren beschichtet. Nanocontainer, da kommen wir jetzt schon so ein bisschen zur Biologie oder biotechnologischen Anwendungen. Sie können heute Nanocontainer künstlich herstellen. Nanocontainer ist sozusagen dieses rundes Etwas hier.
Hier ist gezeigt sozusagen, veranschaulicht, das ist eine Bakterie mit einem Zellkern, in dem DNA sitzt und in den ein Virus einspritzt, gerade seine Erbinformation. Was man allerdings auch machen kann, ist, diese Nanocontainer kann man heute künstlich herstellen. Und zwar ist das einfach, Sie können sich das vorstellen wie ein Fettauge. Das ist einfach eine kleine Fettschicht, die einen Wassertropfen umschließt. Das ist im Prinzip so ein Nanocontainer. Und in diesen Nanocontainern, da können Sie Farbstoffe einlagern, Duftstoffe und so weiter. Und diese Fettschichten, die sind in der Regel, vornehm nennt man das Lipidschichten, die sind meistens so beschaffen, dass sie sozusagen körperverträglich sind. Dort verwenden sie Fette, die in der Regel tierischen Ursprungs sind, die sie also auch auf ihre Haut aufbringen können. Gut, hier ist nur ein kleines Beispiel, dann, wie man sozusagen weitergehen kann, dann in den medizinischen Bereich. Das Interessanteste ist vielleicht hier, das ist eine Zellmembran, das heißt die äußere Hülle einer Zelle, im Prinzip auch wieder eine Fettschicht, ganz schlicht, die das wässrige Innere der Zelle umschließt, in der verschiedene Proteine eingelagert sind, die alle möglichen Funktionen erfüllen. Und was man sich momentan eben vorstellt, ist, Partikel zu bauen, die ähnliche Funktionen dann auch erfüllen können. Und typischerweise haben diese Dinge eben Größenordnungen von einem Nanometer. Gut, hier bloß noch mal zur Erläuterung oder Veranschaulichung. Das ist die Schiffsschraube eines Bakteriums, die sich sozusagen selbst organisiert aus einzelnen Proteinen, die selbst organisiert wächst. Gut, ein weiteres Kapitel ist Kohlenstoff in der Nanodimension und ich bringe den Kohlenstoff deswegen, weil der wiederum mit medizinischen Anwendungen zusammenhängt. Kohlenstoff ist in der Regel ist meistens verträglich, körperverträglich, sodass der besonders diskutiert wird für Anwendungen. Und was man mit Kohlenstoff eben machen kann, außer diesen beiden bekannten Modifikationen hier, Diamant und Graphit, sind Fullerene, Fußbälle, die sozusagen ein geschlossenes Molekül bilden. Die waren extrem interessant für viele Physiker und gehen jetzt auch zunehmend in Anwendungen. Und Kohlenstoff-Nanoröhren, das sind solche Röhren, die also ziemlich lange werden können, mit Durchmessern um einen Nanometer, die ebenfalls für viele Bereiche interessant sind. Und die Firma Bayer macht momentan, wird eine Fabrik gebaut, in der Größenordnung 20 Tonnen pro Jahr solche Kohlenstoff-Nanoröhren produziert werden sollen. Für Zwecke, der einfachste Zweck von so einem Fulleren, könnten Sie sich vorstellen, was man damit anfangen kann? Das sind kleine Kugeln. Sie könnten sich über Nanokugellager nachdenken. Oder das Erste, was man sozusagen, wenn man noch kein Kugellager machen kann, ganz schlicht die Reibung vermindern. Also dieses Zeug irgendwo zwischenpacken und dann haben Sie lauter kleine Kugeln, die Reibung vermindern können. Ja. Bitte? Eine Art Talkumpuder. So eine Art Talkumpuder, ja, genau. Und die Kohlenstoff-Nanoröhren, die werden sehr stark gehandelt für das Verstärken von Verbundwerkstoffen. Die sind nämlich mechanisch extrem stabil. Das ist der mechanisch stabilste Stoff, den wir kennen. Es gab mal eine Spinnerei von Amerikanern, die haben gesagt, man könnte einfach ein Seil machen und statt Raketen zu Satelliten hochschießen, könnte man an dem Seil hin und her klettern. Und man kann ausrechnen, aus solchen Kohlenstoff-Nanoröhren könnte man ein Seil machen, was nicht unter seinem eigenen Gewicht dann abreißt. Solche Festigkeiten könnte dieser Stoff haben. Und was man aber momentan macht, ist nicht so ein Seil, sondern man versucht, also normale Werkstoffe sozusagen fester zu machen durch Einlagern von solchen Kohlenstoff-Nanoröhren. Ich möchte auch noch mal kurz was einmerken. Sie sagen, dass die Kohlenstoffverbindungen in der Regel gut für den Körper verträglich seien. Also in der ganzen Nanotechnologie sind es meiner Kenntnis nach die Fullerene oder die Kohlenstoff-Nanostrukturen, die am meisten
Kommt noch, ja. Also ich hätte bei Fullerenen keine großen Bedenken, bei Nanoröhren durchaus. Das kommt. Ja, kommt noch. Die Fullerene haben in der Regel die Eigenschaft, dass die nicht alleine kommen. Und das Problem ist, sind sozusagen zumindest die Begleitstoffe, also eingelagerte Stoffe, da lagern sich relativ einfach chemisch ziemlich aggressive Moleküle ein oder einzelne Atome, die können dann Schäden verursachen. Und ich komme noch zu der Klassifikation sozusagen. Gut, hier ist ein Beispiel, da möchte ich jetzt nicht mehr näher darauf eingehen, wie man Kobalt- oder Eisen-Nanopartikel herstellt. Das ist ein chemisches Verfahren, da müssen sich die Chemiker mit den Physikern zusammentun. Und was ich hier sozusagen als Botschaft ja nur zeigen wollte, ist, dass man heute technisch beherrscht, eben Partikel zu machen, die so Größen haben, hier etwa 10 Nanometer Größe der einzelnen Partikel und hier etwa 4 Nanometer. Diesen Bereich beherrscht man also. Das ist technisch machbar. Und was Sie hier immer auch sehen, ist, dass die Größen dieser einzelnen Partikel sehr homogen sind. Das heißt, die Größe schwankt nicht sehr stark. Gut, hier haben Sie ein Beispiel dann von einem ganzen System, was man aus solchen Dingen machen kann. Hier haben Sie diese schwarzen Pünktchen, das sind einzelne Partikel, also kleine Partikel. Was technisch oder was sozusagen biologisch möglich ist, ist an solche Partikel, Kobalt, Eisen oder sonstige Partikel, wiederum Biomoleküle dran zu heften. Also Proteine, DNA oder so etwas. Und dann kann man wiederum über Sensorstrukturen, das ist dieser Meander hier, kann man messen, wie viele solcher Partikel auf einer Oberfläche sitzen. Das ist technisch möglich, ist zurzeit wird sehr stark entwickelt, und zwar unter dem Schlagwort Biochip. Man kann dann, indem man sozusagen die Partikel nachweist, kann man die Anwesenheit von zum Beispiel bestimmten Proteinen nachweisen. Das ist also ein Testverfahren, um nicht nur eben Proteine, sondern zum Beispiel auch Antikörper zu messen. Hier ist die Zielsetzung einerseits Krebs, das heißt also Antikörper von Krebs möglichst empfindlich nachzuweisen, oder Hepatitis B, Viren oder solche Dinge. Das ist eine Entwicklung, die sehr im Labor zumindest relativ weit fortgeschritten ist. So, das klingt alles sehr schön. Eine der Hauptanwendungen ist auch sicherlich die medizinische Diagnostik. Ich würde auch persönlich sagen, dass die In-vitro-Diagnostik, das heißt die Diagnostik, bei denen Blut entnommen wird und dann separat untersucht, dass das durchaus etwas ist, was man weiterentwickeln soll. Wo ich Bedenken habe, ist, wenn solche Nanopartikel in den Körper aufgenommen werden. Da ist generell Vorsicht anzuraten. Wir alle haben ja das Beispiel aus den Asbestfasern noch im Kopf. Das sind auch Nanopartikel. Und es gibt also mittlerweile eine Zeitschrift Nanorisk, die erscheint alle 2 Monate einmal und befasst sich mit sozusagen ja, möglichen Risiken, Risikopotenzial. Und es gab also sozusagen ja die Horrorvision vor Nanopartikeln, dass nämlich die gesamte Welt von Nanopartikeln durchdrungen wird. Das ist möglicherweise etwas übertrieben, weil es Nanopartikel sozusagen schon länger auf der Welt gibt. Allerdings ist das Problem, wenn der Mensch sehr stark in Kontakt damit kommt, wenn die in den Körper gezielt eingebracht werden, dann treten sicherlich Probleme auf. Und die schlimmste Horrorvision ist, dass man sozusagen Nanoroboter machen kann, die sich selbst reproduzieren und dann irgendwann die Welt übernehmen. Aber das ist also momentan noch eine reine Vision. Das ist also eher Science Fiction. Allerdings gibt es Risikoabschätzungen mittlerweile, die sind durchaus seriös. Und hier
In Blau ist sozusagen hohes Risiko angedeutet. Und Sie haben also bei Nanomaterialien, insbesondere bei Nanopulvern, wo also die Partikel frei vorliegen, haben Sie das Problem der Toxizität, das heißt, die können giftig sein. Und Sie haben durchaus ein Problem für die Umwelt, weil eben zum Beispiel solche Partikel wie Kobalt bisher nicht in der Umwelt waren. Das ist was neu ist oder was sozusagen neu auf die Umwelt zukäme. Und dann haben Sie ein blaues Feld noch, den sozialen Impact. Das ist noch etwas Vision, aber wenn sozusagen, wenn sich Nanofabriken selbst reproduzieren könnten und die Produktion übernehmen, dann ist die Frage, was machen wir dann? Das ist sozusagen, das ist zwar Vision, aber es ist durchaus zu diskutieren. Und hier ist nochmal gezeigt ein Ausspruch von Vicky Colvin, der ist Professor beim Center für Biologische und Umweltnanotechnologie der Rice University, das ist eine sehr bekannte Universität. Die haben gesehen, dass diese Nanopartikel in der Regel eben nicht inert sind, in dem Sinne, dass die sozusagen nichts tun im Körper. Die erzeugen, was man heute weiß, zum Beispiel sogenannte freie Radikale. Das heißt, aufgrund einer hohen Reaktivität können die freie Radikale, das sind meistens Wasserstoff-Kohlenstoff-Gruppen, erzeugen, die wiederum chemisch sehr aggressiv sind. Und auf die Art und Weise können die zum Beispiel das Krebsrisiko erhöhen. Dürfen eben dementsprechend oder sollten nicht angewandt werden. Wir haben allerdings das Problem, dass die Studien, die bis heute vorliegen, die sind sicherlich noch nicht repräsentativ, auch nicht repräsentativ für alle Materialien. Die Politik steht da nämlich vor einem gewissen Dilemma. Soll man das jetzt an der Nanoskaligkeit aufhängen, die Klassifizierung, oder soll man es am Material aufhängen? Und momentan geht die Politik in die Richtung, dass man es am Material aufhängt. Das heißt, es werden zum Beispiel Titandioxidpartikel klassifiziert und untersucht. Titandioxid wiederum Sonnenschutz. Nee, das ist schon relativ lange verbreitet. Das dürfte auch eher inert sein. Und man ist eben heute dabei, man ist gerade dabei, sozusagen das zu klassifizieren, und sozusagen die Risikoklassen überhaupt erst zu suchen, die man da definieren muss. Gut, Beispiel noch, dass manchmal auch Dinge nicht stimmen. Vor 2006 wurde gemeldet, dass zwei Reinigungssprays, die Magic Nano Bad und WC-Versiegler geheißen haben, ganz furchtbare Gesundheitsstörungen hervorgerufen haben. Das hat auch gestimmt. Und die hatten eben in ihrem Namen Nano, allerdings war gar kein Nano drin. Das heißt, das war nur ein Werbegag. Man wollte die nur verkaufen unter dem Schlagwort. Und da war so irgendwelche chemischen Reagenzien drin, die wiederum gefährlich waren. Gut. Vielleicht als Abschluss jetzt des Vortrages so einige auf Neudeutsch Take-Home-Messages, also Dinge, die man vielleicht dann behalten sollte. Also die Nanotechnologie als ein Verfahren, die gibt es nicht. Es gibt heute vielfältige Einsatzmöglichkeiten von nanoskaligen Strukturen und die werden mit allen möglichen Techniken hergestellt. Von der Chemie, von der Biologie und von der Physik und von interdisziplinären Gruppen. Einige Verfahren, ich würde das zum Beispiel das Veredeln von Oberflächen und einige medizinische Anwendungen nehmen, die sind sicherlich eher umweltschonend als gefährlich. Also wenn Sie eine Oberfläche aufrauen, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht jetzt von großem Gefahrenpotenzial belegt. Ein großes Gefahrenpotenzial haben Nanopartikel und vorher wurden eben genannt die Fullerene, also Kohlenstoff-Nanopartikel.
Und wenn Sie sich diese Nanoröhren in Erinnerung rufen, die haben natürlich eine gewisse Ähnlichkeit zu Asbest. Also wenn die mechanisch sehr stabil sind, im Bereich Mikrometer Länge haben und einige Nanometer Durchmesser, dann ist das etwas, was unangenehm ist wahrscheinlich. Und zwar deswegen, weil die wiederum von den Abwehrzellen des Körpers nicht aufgefuttert werden können. Das war ist beim Asbest das Kritische. Asbest bricht nicht im Körper und die Abwehrzellen können den nicht auffressen, weil der chemisch so stabil ist. Und da liegt meines Erachtens schon ein Gefahrenpotenzial. Man sollte die also möglichst nicht in den Körper bringen. Also in vivo Anwendungen, da würde ich eher abraten, das würde ich auch selber nicht machen. Es ist momentan eine größere Aktivität im Bereich der Politik vorhanden. Von Seiten der Europäischen Union gibt es mehrere Projekte. Ich habe hier drei große Gruppen aufgeschrieben. Es gibt Nanoderm, was also die Haut untersucht, ob die Haut eine Barriere darstellt für Nanopartikel oder ob Nanopartikel durch die Haut sozusagen in den Körper gelangen können. Das wäre natürlich denkbar. Dann gibt es das NanoSafe. Das geht im Wesentlichen auf die Produktion. Das heißt, Leute, die Nanopartikel produzieren, ob die sozusagen in Sicherheit sind. Und das sogenannte Nanotox, da ist die toxikologische Wirkung auf die Gesundheit und Umwelt enthalten. Und hier möchte ich eine Wirkung erwähnen, die vielleicht die wichtigste ist. Und zwar könnten Nanopartikel im Körper neben solchen Gefährdungen, wie sie also vom Asbest her bekannt waren, könnten aufgrund der Nanoskaligkeit die sogenannten Schranken überschreiten. Und zwar gibt es, wenn Sie Luft einatmen, die ist ja auch mit allem Möglichen versetzt, da gibt es eine Schranke zwischen der Lunge und dem Blut, dass keine Partikel aus der Lunge ins Blut gelangen. Genauso gibt es eine Schranke zwischen dem Blut und dem Gehirn, dass keine Partikel, die im Blut enthalten sind, dann in die Gehirnzellen kommen. Und das sind zwei Bereiche, die man sich angucken muss, ob sozusagen diese Blut-Gehirnschranke oder Lunge-Blutschranken, ob die dicht sind gegen bestimmte Arten von Partikeln. Und deswegen ist zurzeit eben die Hauptaktivität klassifizieren, welche Bereiche muss man überhaupt untersuchen. Nach welchen Kriterien soll man die zu untersuchenden Bereiche eigentlich definieren? Da ist das Bundesumweltministerium momentan noch ein bisschen am Schwimmen und das Ganze wird nicht vereinfacht dadurch, dass es also sehr viele verschiedene Ämter gibt, die sich mit dieser Thematik befassen. Gut, damit möchte ich eigentlich schließen. Ich möchte also mich bei meinen Mitarbeitern bedanken, die da zumindest den Beispielen, die ich gebracht habe, auch einiges dazu getan haben. Und bei Ihnen möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank.